Am Samstag ist in Bern Swiss Bowl im American Football ausgetragen worden. Alles ist gleich wie beim grossen amerikanischen Vorbild bei der Super Bowl, einfach ein bisschen kleiner und profizieller. Die Super Bowl in Amerika ist jeweils der Sportanlass Nummer 1 vom Jahr. In der Schweiz hat sich bei der Swiss Bowl gerade eine einzige Kamera im Stadion verirrt. Der Thomas Gerber hat die Kamera begleitet. Da ist das, was er erlebt hat. Bilder, die heiß machen. Die 41 American Footballer der Basilisk Meme Machine auf dem Weg zum Saisonhöhepunkt. Dem Meisterschaftsfinale der Swiss Bowl. Ein Leben getreu dem amerikanischen Vorbild und seinen Klischees. Es ist eben etwas Außergewöhnliches in der Schweiz, oder? Green, green! Man muss Herz haben zum Spielen. Geschicklichkeit, Beweglichkeit. Sehr viel ist Kopfarbeit. Ready, set, hey! Wenn man technisch gut reingeht und hit, dann ist die Verletzungsgefahr nicht so groß. Es ist irgendwie wie eine Show. Man geht Mal auf Mal, Auge auf Auge. Teamgeist. Kollektiv. Spass mit anderen zusammen etwas machen. Samstag 15.30 Uhr. Lizenz statt Billettkontrolle beim Kassenhäuschen des Wankdorfstadions Bern. Danach der erste Kontakt mit den vereinseigenen Cheerleadern. Junge Frauen, für die einstudierte Anfeuerungsrituale Hobby und Footballspieler Traummänner sind. Wenn jemand gut gebaut ist, gut trainiert, dann ist von A bis Z, stimmt alles. Sie sind toll, sie sind stark, muskulös, gut aussehend. Leistungsfähig. Breite Schultern, Muskeln. Und einen geilen Arsch, den sie haben. Sympathisch lächeln, schnell, flink. Eine Stunde vor dem Spiel. Noch ist wenig Aggression zu spüren. Football. Coach Patrick Moore, einer der beiden Amerikaner im Basler Team. Die einzelnen Formationen gehen ein letztes Mal konzentriert ihre Spielzüge durch. Vom Gegner und Favoriten, den Genfer Seahawks, ist zu dieser Zeit noch nichts zu sehen. Diese scheinen sich ihrer Sache sehr sicher. Das Finale. Inszeniert wie in Amerika. Auftritt durch Spalier der Vereinigten Inländischen Cheerleader. Der zweite Kontakt. Rituale einer Männerwelt bis hin zur Nationalhymne. Übrigens, auch die Schweizer Hymne wurde noch gespielt. Uhr, Anspiel zur Swiss Bowl 94. Football, ein Spiel um Raumgewinn mit dem Ziel, das Ei in die gegnerische Endzone zu tragen oder zu legen. Im zweiten Viertel gelingt dies den Baslern ein erstes Mal. Der Touchdown von Marco Born bringt 6 Punkte und die Meme Machines so richtig in Fahrt.
Die Vorentscheidung. Mit einem unwiderstehlichen Run zum dritten Touchdown. Roman Stark, Spielstand 22:0. Der 22-jährige Stark studiert seit diesem Jahr Wirtschaft und Football in Dallas. Für die Swiss Bowl flogen ihn private Sponsoren zurück in die Schweiz. Seine Einschätzung: Im Vergleich zu Amerika ist Swiss Bowl ein Grümpelturnier. Aber es macht auch Spaß. Ich habe den Blausch gehabt. Ich habe schon lange nicht mehr so Football gespielt wie heute. Und mit allen alten Kollegen. Das war super. Und wir haben es lässig gehabt. Wir haben es ein hartes Spiel gewesen. Wir haben gewonnen. Und das ist genau so der Blausch, oder? Ich meine, aber gleich ein Traum. Für mich bleibt es immer noch mal vor 60.000 Leuten einfach spielen können. Das muss unglaublich sein. In Bern konnte Stark vor immerhin 2.500 Zuschauern den zweiten Meisterschaftstitel feiern. American Football. Ein Spiel der Körperkontakte. Stichwort Amerika, das gilt heute auch für unser Bettmümpfeli. Wenn Sie bisher gemeint haben, das Velo, das sei ein Fortbewegungsmittel, wo man möglichst unkompliziert auf der Straße von Punkt A zum Punkt B fahren kann, führen Sie sich die nächsten 2 Minuten zu Gemüte.